Alles klar. Und die Mutter. Wir leben nicht mehr in eine gesunde Zeit. Wir leben nicht mehr in eine gesunde Welt. Wir leben in einer Welt, wo noch Böse, wo Hass ist, wo Mord ist, wo Stress ist, wo Gewalt ist. Aber bei Jesus, da ist die Liebe. Und da gibt es kein Hass, kein Mord, kein Gewalt. Liebe Menschen, Herkunft. Es werden schlimme Tage auf uns zukommen. Und keiner weiß, wann der Tag kommt. Keiner weiß, wann der Herr wiederkommt. Deswegen müssen wir wachsam sein, liebe Menschen. Und ich sage euch, Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand. Es ist den Menschen gegeben, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Gott. Aber dazu ist der Sohn Gottes erschienen, damit jeder, an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat in Christus. Amen. Jesus. Denn Jesus Christus rettet. So ist es. Und wieder ist es den Menschen gegeben, einmal zu sterben, und dann kommt das Gericht, ob wir daran glauben oder nicht. Kinder haben so wie wir, eure Kinder werden alle wie wir, eure Kinder werden so wie wir, eure Kinder werden alle wie wir, eure Kinder werden so wie wir, eure Kinder werden alle wie wir. Diese Community, diese ABC-Community, die fordert Akzeptanz, doch sie akzeptieren den lebendigen Gott nicht. Sie spotten über ihn, die treten Füßen in Satan. Sie folgen ihre eigenen Gelüste. Und das hat mit Gott nichts zu tun. Wenn man schon Akzeptanz fordert, dann sollte man auch Akzeptanz geben. Denn Gott ist die einzige Akzeptanz in deinem Leben, die ein Maximum an allen Wert geben kann. Diese ABC-Community hier. Die gerne auch diese Einhörner, die wollen nichts mit Gott zu tun haben. Die distanzieren sich von Gott und leben nach ihren eigenen Gelüsten. Und was mit Sodom und Gomorra passiert ist, das wissen wir ja letztendlich alle. Und genauso wird es kommen, die Bibel sagt, es wird schlimmer sein wie zu Zeiten Noahs. Da werden die Menschen mit eigenen Gelüsten hinterherjagen und wollen mit Gott nichts zu tun haben. Sie beschmutzen den Namen Gottes. Sie verschmutzen das Versprechen Gottes mit ihrem Regenbogenfarben. Jesus hat mit Gott nichts zu tun. Denn Gott ist gerecht und muss Sünde bestrafen. Denn Gott, Allah, Herr 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 Allah, Herr